Hi liebe Leute, ich bin zwar wieder heute an einem Februartag, Marc von der Bikeschule Ride First, wie ihr wisst. Und ich habe den Fabian, der gerade hinter der Kamera ist, mit dabei. Das heißt, wir wollen mal eine kleine Challenge machen, anderes Format. Aber klar, wir wollen uns auch nicht verletzen, keine krassen, gefährlichen Sachen. Und das ist eine Challenge, die ihr zu Hause auch machen könnt. Vielleicht erstmal auf einem weißen Verkehrsstreifen. Hier haben wir jetzt schon so eine Bordsteinkante. Die ist so schmal, das kann man schon fast vergleichen mit einem Bahngleis. Kennt ihr ja Danny McAskill, also wenn der auf so einem Bahngleis balanciert, der hüpft da noch drumherum. Aber wir fahren, versuchen drauf zu balancieren. Es hat keine krasse Höhe, es ist nicht gefährlich. Ja, und wir gucken mal, wer weiterkommt, weil das sind bestimmt 20 Meter, so ich weiß gar nicht. Ihr werdet einige Fails von uns erleben und wir machen uns einfach eine Gaudi und schauen mal, völlig eingerostet hier in der Offseason, wie weit wir kommen. Und seid inspiriert und trainiert die Balance. Let's go! Die Challenge, erstmal draufkommen auf den schmalen Balken. Ich probier's einfach mal. Oh, oh. Okay, erster Fail. Erster Versuch, irgendwie nur 4 Meter oder so. Egal, das ist ja so ein bisschen Sinn der Sache. Next try und let's go. Oh, eingefrorener. Klassischer Fehler. Anfängerfehler. Ich bin gerade eingefroren, das heißt, anstatt weiter im Wegen zu bleiben und auszugleichen, bin ich irgendwo hing ich und dann war klar, irgendwann das Ende. War okay der Versuch, aber ich wollte euch mal ein Fehlerbild vormachen. Ne? So, gerade große Fresse gehabt, mal gucken, ob wir jetzt was halten können. Oh! Uiuiui. 2 Meter? Jackpot. Ja, doch, doch, das wird schon, das wird schon. Are you ready? Ich versuche einfach mit Speed. Power! Also. Speed hilft. Ja, also Speed und Power. Das Balance-Prinzip. Nein, nein. Brauche ich nicht. High Speed reicht. Power! Oh. Junge, 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 das ist peinlich, ey. Also jetzt die erzählen. Anweisung vom alten Veteran. Fahr mal ein bisschen langsamer. Ja. Junge, Junge. Okay, jetzt hat Fabian auch ein paar Versuche gehabt. Jetzt muss ich ein bisschen nachlegen hier. Hier als alter Hase. Oh. Okay, 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 okay. Nein, nein, ich friere wieder ein. Ah! Jetzt muss ich mir echt noch ein bisschen Mühe geben. Oh nein! Okay, was? Ah! Es wird besser, aber muss noch. Boah, ist keine Ahnung, ob es schon 10 Meter sind, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden. Eingerostet, wie ich schon in der selbsterfüllenden Prophezeiung gesagt habe. Also ihr seht hier, ist ja auch kein Hexenwerk, aber irgendwie liegt es vielleicht am Wetter, weil es kalt ist. Ich friere irgendwie immer ein. Ja, aber wir sind auch nur Menschen und bis zum Saisonstart muss das besser werden. Oh, oh. Also hier hat man kurz den, wegen dem Matsch den Balken gar nicht mehr so gut gesehen. Und dann war ich mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt noch komplett drauf war. Aber ich merkte schon, es war ein bisschen matschig. Aber es, glaube ich, war mein bester Versuch. Aber ich hätte vielleicht gedacht, ich schaffe es ganz durch. Aber dann habe ich mich ablenken lassen von so ein bisschen Matschepampen. Oh. Ah, bis zur Laterne. Bis zur Laterne immerhin. Okay. Heimvorteil hier oder her. Uiuiui. Ah, egal nochmal. Oh, Katastrophe. Das ist dein Lieblingsspiel, oder? Wir machen jetzt noch einen Versuch und dann ist aber auch gut.
So, ihr habt gesehen, von mir eher eine peinliche Nummer. Marc kriegt das schon ein bisschen besser hin. Für mich heißt es jetzt üben, üben, üben. Und zum Saisonstart können wir da nochmal ein Video drüber machen. Vielleicht sieht es dann ja anders aus. Auf der Eisenbahnschiene, ja. Ich gebe mir Mühe, aber erstmal sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.